Unfreundlich. Wieso unfreundlich? Bitte? Eine versteckte Agenda. Diskutieren. Gut, Delegation. Oh nein, super. Okay. Dann, was macht denn unser Trajan bitte hier? Neutral. Optimus Princeps versucht sein Reich über ein so großes Territorium wie möglich auszudehnen. Mag keine Zivilisation, die wenig Territorium kontrollieren. Ja, ich bin ja schon dabei, mein Freund. Nice. Das ist ja schön. Ich bin jetzt hier schon auf neutral. Eingeschränkt, keine neuen Einträge. Abkommen. Okay, diskutieren. Abbrechen. Abkommen aushandeln. Offene Grenzen. Was wäre nötig? Ein Gold? Ach, ein Gold, genau, für 30 Runden. Annehmen. Das machen wir doch auf jeden Fall. Aber ich denke mal, das heißt jetzt, dass wir keine offenen Grenzen ihm bieten. Offene Grenzen. Oder ist es automatisch gegenseitig? Delegation geschickt und offene Grenzen. Okay. So. Wir bauen. Was ist das denn jetzt hier? Geländeart entfernen Wälder. Nein, dann ist ja das Pelz wahrscheinlich weg hier. Ein Gold, 0,5 Wunden. Habe ich das nicht schon? Nee, jetzt. Ja, und da ist er auch schon verschwunden. Mein erster Handwerker hat sich in Luft aufgelöst. Ist also aufgebraucht hier. Gut, aber ich habe hier gut gebaut, würde ich meinen. Und ich versuche hier nochmal. Ich weiß gar nicht, wie ich hier einen Bezirk und irgendwas bauen kann. Ich glaube, das steht noch gar nicht zur Verfügung. 4 Runden für Siedler. Aachen hat. Ja, ist relativ ausgeglichen. Könnte mehr Wissenschaft haben. Kultur. Ein Glauben. Handelswege aktiv. Ein Glauben. Ich brauche 25 Glauben. Ja. Und ich könnte auch nach meinem Siedler mal eine Handelsdelegation bauen hier. Nächste Runde. Eine Runde. Was ist das? Komm, ich bin eh verschanzt. Der hat wohl mehr massiv verloren. 48, minus 21. Ja, ich möchte jetzt aber gerne erstmal hier rein das Ding mir holen. Und dafür habe ich jetzt bekommen, die Entwicklung der Ausrichtung Militärtradition. 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 Ach nein, das war Ausrichtung. Oh Gott. Ausrichtung. Militärtradition. Ah, das ist ja super. Das ist jetzt hier zur Hälfte schon voll. 6 Runden. Spart mir wahnsinnig viel. Aber ich baue jetzt erstmal die Mystik oder richte mich danach erstmal aus, damit ich ein paar mehr Optionen habe. Warum schimmert es? Ach, das ist jetzt wahrscheinlich nachts oder so. Oder sehe ich hier irgendwo einen Tagwechsel? Tja, keine Ahnung. Weil das schimmert jetzt hier schon alles irgendwie so ein bisschen. So, ich kann jetzt hier erstmal noch nichts weiter machen. Den lasse ich erstmal hier stehen. Andere Barbaren gibt es hier im Moment erstmal nicht, außer die, die mir auf die Nerven gehen. Ich kann damit eh nichts machen. Also nehme ich die auf jeden Fall hier erstmal als Backup. Runde überspringen, ausruhen. Ja. Also der lässt mich auch nicht in Ruhe. Was ist denn hier? Ach, das ist mein Bewegungskreis. Oh. Ach, das ist Ägypten. Ich meine, unfreundlich, aber unsere Beziehung. Ah. Und wie weit bin ich denn jetzt auf Minus hier?
Minus 5 und minus 2. Habe ich jetzt minus 7 oder wie viel? Unfreundlich. Unbekannter Grund. Ja. Ich meine, Delegation habe ich vorhin schon geschickt. Das bringt mir nicht mehr so viel. Nächste Runde. Oh, hier sind schon Händler unterwegs. Und hier ist aber die Hauptstadt. So. Okay. Wo sind jetzt die beiden Barbaren hier hin? Tja, hier ist nichts. Oder haben sich die jetzt aufgelöst? Ich glaube, die Späher lösen sich auf, wenn sie keine Verbindung mehr zu ihrem Barbarenlager haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meinen Krieger wieder zurückschicken. Und 4 und 4 und ihn dann erstmal heilen lassen. Ich bin auch schon verschanzt. Jetzt. Tja. Bis zur Heilung verschanzen, das. Ja, ich gehe erstmal kurz. Gilgamesh Kyengi, Usharuru Kanaku. Latadar. Anaku Ibrija Tibaku. Deinen Freunden wohlgesonnen. Was stand da eben? Ich bin meinen Freunden wohlgesinnt. Heißt das nicht, ich bin meinen Freunden wohlgesonnen? Niemand darf ohne meine Erlaubnis die Mauern von Uruk durchqueren. Aber ich werde euch davon erzählen, wenn ihr mir über eure Hauptstadt berichtet. Das würde wahrscheinlich bedeuten. Ja, komm, machen wir. Der sieht schon eher nach Krieg aus, aber hier unten ist er. Der ist relativ weit entfernt. Ich glaube nicht, dass der so schnell. Boah, was hat er denn hier, bitteschön? Okay. Ich glaube nicht, dass er so schnell hier irgendeine Streitmacht aufstellt und nach Aachen marschieren möchte. Aber es wird langsam Zeit für mich auch ein bisschen zu expandieren. So. Ich werde den jetzt erstmal hier stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich hier einen Bonus drauf habe. Verteidigungsmodifikator 3. Genau, also werde ich mich erstmal hier verschanzen. Und das habe ich. Verhandelter Frieden. Kleopatra hat mit Trajan Frieden geschlossen. Ach, die waren im Krieg. Okay, wie kann ich das jetzt hier? Weltrangliste. Handelswege habe ich ja noch nicht. Ja gut. Weltrangliste, aber kann ich hier nicht mal die Diplomatie mir anschauen? Mit wem in welcher Interaktion steht, würde ich mir gerne angucken. Freundlich, ja gut. Wenn ich jetzt auf mich selbst klicke, dann sehe ich zwar hier Beziehung. Ach so. Unfreundlich. Ja gut, unfreundlich. Ich meine, die haben jetzt schon wieder Frieden geschlossen. Ich würde schon eine Straße gebaut, das ist ja Wahnsinn. Ebene. Steht hier Fortbewegungskosten 1. Altertumsstraße. Anziehungskraft, okay. Nächste Runde. Ach, der baut automatisch schon direkt beim ersten Mal eine Straße, sobald ein Händler hier durchmarschiert. Ich schoss einen Pfeil in die Lüfte, Froh. Bogenschießen. Er fiel Na, zur Erde. endlich. So, oh, super, mein Siedler ist fertig. Ich meine, das dürfte jetzt hier der Indikator sein, wie meine nächste zu gründende Stadt voraussichtlich hier idealerweise platziert wird. Und ich könnte mir vorstellen, das hier unten zu bauen. Das ist mir zu dicht, hier kann ich nicht viel anfangen. Hier habe ich. Weiß ich nicht, ob das so sehr getrennt ist von Aachen. Wenn ich hier an der Küste baue irgendwo, ist mir der Weg doch relativ lang, irgendwie, falls was passieren sollte. Und ich sehe hier Pferde, hier kann ich was bauen. Trüffel.
Ja. Hier ist der Einflussbereich. Ich weiß nicht, wie groß die auch wachsen können, die Städte mit dem Einflussbereich. Dann würde ich die hier unten bauen. Einfach oder hier. Ich gehe erstmal mit dem Siedler dorthin und werde den begleiten durch den Krieger. Das ist gut. Forschung. So, Astrologie war nicht schlecht. Glauben. Plus zwei Glauben, Schrein. Ja, der muss ja noch gebaut werden. Stonehenge. Ich habe hier einen Bonus. Ich habe auf Rad einen Bonus und auf Schrift. Bibliothek, Campus. Stonehenge, zwei Glauben, heilige Stätte. Ich baue Astrologie auf jeden Fall erstmal jetzt. Das Rad ist natürlich auch sehr interessant. Wassermühle. Okay, so. Stadtmauern. Kein passender Ort, um dies zu bauen. Warum? Stadtmauern könnte ich bauen. Händler wäre nicht schlecht. Ich baue erstmal Stadtmauern, damit ich mich auf jeden Fall erstmal selbst verteidigen kann. Nächste Runde. So, Krieger, der ist ja automatisch mit dabei. Was ist das denn jetzt hier bitte? Wunder vollendet. Ein unbekannter Spieler hat den Baum. Aha, Stonehenge. Okay. Tja, dann kann man das. Ihr seid nicht würdig, euch in unserer Präsenz zu ahnen. Aha. Eure Macht ist so zerbrechlich, wie eure Armee schwach ist. Hat sie mich gerade denunziert oder was? Oder beleidigt? Ach du Scheiße. Ja, also. Unfreundlich. Unfreundlich. Neutral. Wenn ich mir unsere Beziehung mal angucke. Unsere Beziehung minus 5 und hier unsere Beziehung plus 3. Freundschaft verkünden. Rom muss Rom bleiben. Ein Freund von niemand anderen als sich selbst. Ach du Scheiße. Ey, hallo? Ich könnte gegen Kleopatra hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und Gilgamesch sieht auch nicht gerade vertrauenswürdig aus hier. Boah. Nicht, dass das Spiel hier relativ schnell vorbei ist. Ja, Freundschaft für denunzieren brauche ich nicht, für Überraschungskrieg erklären. Boah, Abkommen aushandeln. Ja, ich kann hier nichts machen. Weiter im Moment. Ich kann mal schicken, mal schauen, was er hier. Ich denke nicht. Ja, das wusste ich doch. Ist doch Wahnsinn. Komm. Bietet einen günstigen Handel an. Etabliert einen Handelsweg. Das ist doch mal nicht schlecht, aber das würde ich dann eher mit Trajan machen, obwohl er ja nicht sehr aufgeschlossen ist gegenüber fremden Zivilisationen hier. Krieger ist klar, Siedler. Ja, wo baue ich denn jetzt? Ist das eins? Ne, zwei. Ich werde den Siedler erstmal hier rüber schicken. Ja, das würde ich dann hier mit aufbauen. Das sieht aber hier unattraktiv aus. Kontinent Amerika. Oh. Was sehe ich denn hier? Ein Barbaren oder was? Übrigens wäre das aber nicht schlecht, wenn ich hier mal kurz speichern kann. Und zwar.